Scharfschützin Roxolana kommt gerade von der Front bei Robotine, als wir sie in einem Dorf im Südosten treffen. Die Ukrainerin zeigt uns ihr Arbeitsgerät. Das ist ein Rüger Hochpräzisionsgewehr, Kaliber 308. Ich liebe es wirklich sehr. Und das ist Harley Quinn, eine amerikanische Comic-Superheldin. Sie hat den gleichen explosiven Charakter wie ich. Gefährlich. Zäh und blutig sind die ersten 3 Monate der ukrainischen Gegenoffensive verlaufen. Mittlerweile hat das Militär im Südosten die erste von 3 Verteidigungslinien der Russen durchbrochen. Trotzdem gab es zuletzt von US-Offiziellen anonymisiert Kritik an der Taktik als auch an der Geschwindigkeit der Offensive. Wir haben hier in den Frontregionen mit ukrainischen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die uns erzählen, was sie davon halten und wie es gerade wirklich an der Front abgeht. Zu Beginn der Gegenoffensive haben wir sehr, sehr hohe Verluste erlitten. Verwundete und getötete Soldaten, aber auch viele, die noch vermisst werden. Mittlerweile ist die Taktik unserer Führung deutlich koordinierter. Darum haben wir jetzt weniger Verluste. Es ist unmöglich, sich vor den Drohnen zu verstecken. Sie sehen dich, sie beobachten dich und sie treffen dich sehr präzise. Wenn wir zu unseren Positionen rennen, schaffen es einige von uns in Erdlöcher, aber andere sterben im Artilleriefeuer. Mein prägendstes Erlebnis war es, 2 Menschen an einem einzigen Tag zu verlieren. Sie waren Freunde von mir. Wir haben jeden Schritt abgestimmt. 2 Minuten, nachdem sie unsere Stellung verlassen haben, hörten wir dieses gefürchtete Raketengeräusch, das Zischen. Einen Moment war es still und dann habe ich nur noch Schreie gehört. Ihre Schreie. Im Augenwinkel habe ich noch gesehen, wie Soldaten einen Kameraden ohne Kopf über das Feld gezogen haben. Meine beiden Freunde sind auf der Stelle beide gestorben. Ich kann Kritiker unserer Offensive verstehen, da wir uns ja selbst wünschen, dass es schneller vorangeht. Aber wir haben einfach nicht genug Militärgeräte. Und es wäre dumm, wenn wir unsere Fußsoldaten einfach so gegen die russische Artillerie ins Feld schicken. Wir bezahlen jeden Meter mit einer Menge Blut. Meine Familie ist meine Motivation. Ich habe eine Tochter, Milana, sie ist 9 Jahre alt und ich werde nicht zulassen, dass die Russen ihr etwas antun können. Oder irgendeinem anderen Kind in unserem Land. Der 22-jährige Ruslan ist als Fahrer eines gepanzerten Kirpi an der Front Richtung Berdjansk im Einsatz. Nur Stunden vor unserem Treffen hat er noch Soldaten evakuiert. Heute Morgen hatten wir eine Mission und der Feind hat uns enttarnt. Unsere Jungs sind eigentlich nur kurz aus dem Kirpi gegangen, als plötzlich der Beschuss losging. Wir hatten heute 3 Verwundete. Der Feind stellt sich nicht ganz so dumm an, wie wir dachten. Viele unserer Leute haben die Russen zu Beginn unterschätzt. Der Feind baut immer weiter die Minenfelder aus. Bevor wir überhaupt zu Fuß vorrücken können, müssen wir alles räumen und genau prüfen. Die schwierigste Mission war die Befreiung von Makarivka. Wir sind unter Panzerbeschuss geraten. Unser Wagen wurde zuerst frontal getroffen und dann auch noch der Tank. Der Wagen hat dann Feuer gefangen. Ich werde diesen Moment bis zum Lebensende nicht vergessen. Zum Glück habe ich nur eine Gehirnerschütterung erlitten und ich wurde von ein paar Schrapnellsplittern verletzt. Wer unsere Gegenoffensive kritisiert, kann gerne zu uns kommen und uns zeigen, wie es besser geht. Die Geschwindigkeit unserer Offensive hat einen Preis. Je schneller es gehen soll, desto schneller verlieren unsere Jungs auch ihr Leben. Leider ist das alles kein Spielfilm, in dem immer die Helden überleben. Es ist unbeschreiblich, wenn einer deiner Kameraden in deinen Armen stirbt. Das kann nur verstehen, wer es mal selbst erlebt hat. Soldat Mark, Kampfname Egoist, ist Teil der Spezialkräfte. Ein Mann für ganz besondere Missionen an der Front.
Manchmal sind wir als Drohnenteams im Einsatz. Manchmal beschießen wir aber auch einfach russische Stellungen mit Mörsern. Es ist nie dasselbe für uns. In Regionen wie Robotyne musst du mit allem rechnen. Die russische Artillerie beschießt uns ununterbrochen. Sie haben auch viele Kamikaze-Drohnen. Und ich denke, das ist aktuell das größte Problem für uns. Die Minenfelder sind wirklich auch schlimm. Einmal sind wir nahe Malatok-Matschka mit unserem Auto nach rechts abgebogen. Und der Bradley, der vor uns fuhr, ist in die Felder daneben abgebogen. Sie haben eine Mine erwischt und es gab eine Explosion. Zum Glück ist niemand gestorben. Die Einnahme von Robotyne ist nur ein kleiner Schritt dieser Gegenoffensive. Wird es denn jetzt einfacher? Nein, no. Das erwarte ich nicht. Niemand von der ukrainischen Seite braucht Verhandlungen, weil es dafür längst zu spät ist. Wir haben so viele Soldaten verloren. Wenn wir jetzt verhandeln, würden wir sie verraten.